Hallihallo, meine lieben Jägerfreunde. Willkommen zurück zu Monster Hunter Generations Ultimate. Wir sind hier in Berna und werden uns die nächste Quest angeln. Okay. Oh, wir haben offenbar eine Jagdtechnik ausgerüstet. Wie machen wir das denn? Sollte ich vielleicht nochmal mit dem Vogel hier sprechen? Hallo, ich habe einen Auftrag für dich. Weißt du, als Forscher bin ich auf Monsterdaten spezialisiert. Meine Berichte sind Teil der Monsterliste, die du im Spielmenü unter Jägernotizen findest. Die Monsterliste zeigt Namen, Typ und Bedrohungsstufe des Monsters, sowie wie viele du jeweils jagen oder gefangen hast. Das ist ziemlich detailliert, denn meine Ergebnisse und Gegenmaßnahmen sind ebenfalls aufgeführt. Du musst diese Daten testen, sowie meinen Bericht auf Fehler und Lücken überprüfen. Für den Anfang habe ich erstmal einige wenige, die du dir anschauen solltest. Später gibt es dann mehr. Okay. Hallo du. Miaune Damen und Herren, Ihre Aufmerksamkeit bitte. Hier spricht der Luftschiffschalter. Wir bitten jetzt alle Reisenden mit Vikademie-Genehmigung an Bord zu gehen. Aber ich sehe, Sie sind ein Jäger. Da dem so ist, bieten wir einen Dienst namens Jägerhof, über den Sie frei verfügen können. Bei Bedarf senden wir Ihnen einen Jägerhof im Luftschiffschalter aus. Es werden keine Mühen gescheut. Miau. Falls im lokalen Spiel die Jägersuche aktiv ist, werden über die Jägerrufe andere Jäger eingeladen. Katzenschnell und zuverlässig. Wir sind stolz, einen solch herzlichen Service anbieten zu können, aber er ist nur verfügbar für Kunden, die ein Lager erstellt haben. Okay, dann müssen wir das dann auch mal noch machen. Aber wie mache ich denn jetzt hier Status? Achso. Gestenoptionen? Okay. Aha. Ja gut, aber wie kriege ich jetzt hier... Monsterliste. Felin. Linian. Ah, okay. Ach, das sind... Okay, die heißen Nahabra. Okay. Makaos haben wir ja schon gesehen. Farbenfroher, roter und grüner Vogelwabern, der in großen Rudeln lebt und hauptsächlich im Jura-Grenzland anzufinden ist. Er greift in seinen kräftigen Beinen aggressiv an, aber tritt oft den Rückzug an, sobald sein Anführer sich in Gefahr befindet. Okay, er ist so ein kleiner Feigling. Kameraden ausweisen. Willkommen, blablabla. So, vielleicht gehen Felinen. Wir begleiten dich gerne bei der Jagd und bieten dir aller Miau Hilfe. Finde die Miaus drin auf der Kameradenalm und komm wieder. Achso, ja, wir könnten uns noch einen Kameraden holen. Stimmt. Wie ging das nochmal? Nein. Ach so, hier. Ist das nicht die Kameradenalm? Wir gehen mal hier hin. Mal sehen. Muss mich erst wieder zurechtfinden. Doch, doch, das ist doch die Kameraden. Oder? Ich glaube schon. Auf jeden Fall hübsch hier. Okay. Du hast was Dringendes für mich, ja? Gildenmanagerin, wie oft muss ich dir noch sagen? Es geht nicht schneller, wenn du mich hetzt. Was ist? Oh, du musst der neue Jäger sein, von dem ich dem Dörr-Chefin gesprochen hat. Ich wollte dich nicht anschnauzen. Ein anderer Forscher nervt mich nur ständig wegen Testergebnissen. Fangen wir nochmal neu an mit den ganzen Formalitäten. Willkommen in der Vikademie. Die Vikademie ist führend in der Forschung zu Monstern, die auf unserem Gebiet leben. Das Dorfzentrum der Vikademie hier wird von der Jägergilde finanziert. Die Jägertypen bezeichnet es meist als Versammlungshalle. Aber das hier ist ja wohl keine Halle, oder? Nennt es bitte Jägerlager. Jetzt, wo wir die Formalitäten erledigt haben, folgt die Registrierung. Bitte sehr. Glückwunsch, jetzt bist du offiziell als Jäger registriert. Von nun an bist du Mitglied der Jägergilde und eine von der Akademie zugelassener Jäger. Wann auch immer du eine Anfrage von uns übernehmen möchtest, wende dich einfach an die junge Dame dort am Questschalter. Sie kümmert sich gern um dich. Aha. Noch besser, du kannst die Einrichtung hier nutzen, so oft du willst. Also tu das auch. Du findest hier einen Laden mit Objekten für die Jagd, die Möglichkeit, etwas zu essen, deine Objektbox.
Im Prinzip also all das, was ein Jäger braucht, an einem Ort vereint. Nicht zu vergessen, das Vorbereitungsgebiet. Dieser Weg führt ins Vorbereitungsgebiet. Es bietet dir viele nützliche Annehmlichkeiten. Ich habe dafür gesorgt, dass dir Zugriff gewährt wird. Schau doch mal vorbei, bevor du zu einer Quest aufbrichst. Wenn du noch mehr wissen willst, sprich einfach mit dem Jäger dort drüben. Das war meinerseits erstmal alles, junger Jäger. Ich freue mich darauf, dich in Aktion zu erleben. Oh, wir haben jetzt einen Jägerrang. Jägerrang 1. Das ist ein Schnurrades. Okay. Wo ist denn jetzt hier diese... Ist das hier die Kameradenalm? Eher nicht so, hm? Bin ich doof? Vorbereitungsgebiet. Du bist ein Gourmet-Koch. Das ist schön. Arena-Ausbilder. Da geht's zur Arena. Da wollen wir nicht hin. Gut. Wo ist denn jetzt diese Alm? Hm. Müssen wir noch rausfinden. Ich will ja einen Gefährten haben. Definitiv. So eine kleine Katze auf Reisen mitzunehmen, ist schon cool. Ach, hier durch, hä? Ja? Ah, ich trottel. Natürlich geht's hier lang. Der ist cool, ich mag den. Die Schafe sind auch nice. Sind doch Schafe, oder? Sie sehen zumindest aus wie Schafe. Ah, du bist der Almhelfer. Ich will zur Miausterin. Bist du die Miausterin? Gut. Was haben wir denn hier? Ein neues Gesicht. Hallo, ich bin die Miausterin. Kameraden-Scouts suchen nach den besten Felinen für Begleitung des Jägers auf den Quests. Diese Schätzchen nennen wir Kameraden. Du kannst aber maximal 2 an deiner Seite haben. Oh, ich darf 2 von denen haben? Das ist ja cool. Wähle anheuern im Kameradenfinder, um einen Kameraden anzuheuern. Natürlich kannst du unabhängig von mir deine Auswahl treffen. Wähle im Menü einfach Kameraden scouten. Dann mache ich mich kurz auf die Suche, dauert etwa die Länge einer Quest und finde dir einen Kameraden, der genau deinen Vorgaben entspricht. Angeheuerte Kameraden kannst du an der Kameradentafel, Kameradenalm, Vorbereitungsgebiet oder am Haus managen. Als Zeichen meiner Freundschaft möchte ich nun für dich deinen ersten perfekten Kameraden finden. Süß, hübsch, niedlich oder wild, du sagst, was du willst, ich finde jemanden für dich. Aha. Wenn du Fragen hast, kannst du einfach Hilfe wählen, um weitere Informationen zu erhalten. Die von mir ausgewählten Felinen sind alle zäh und zuverlässig. Such dir eine aus und erlebe es selbst. Okay. Aha, okay, also ich kann jetzt... Fell. Ich kann es aber auch zu einem Mellings machen. Gestreift, einfarbig, zweifarbig, mehrfarbig. Oh, das ist süß. War das auch cool? Nee, mehrfarbig, das passt. So, Ohren. Wie sollen die Ohren ausschauen? Nee, die Augen, nicht die Ohren. Ups. Hm, nee. So finde ich gut. Das passt. Normale Ohren, Schlappohren, aufmerksame Ohren. Spitz oder rund? So. Die sollen spitz sein. Ist hier voll oberflächlich. Ach so, der Schwanz. Nein, nicht... Buschig. Lang. Das ist gut. Stimme. Abspiel mit Y. Ich höre da jetzt nicht viel Unterschied. Na doch. Wir nehmen das hier. So, dann such mal. So einer müsste ich eigentlich finden können. Kein Problem. Gib mir einfach einen Moment, ja? Ich habe den perfekten Kameraden für dich gefunden, Jäger. Bitte pass gut auf ihn auf. Er heißt You. Kommentar, zähl auf mich. Wollen wir den Namen ändern von You? Eigentlich schon, hä? Wir könnten ihn auch einfach Yugi nennen. das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wie nenne ich dich denn? Hm.
Ist furchtbar unkreativ, aber ich habe mir sogar von einer LP angesehen von ihm. Was machen wir? Das ist doch lustig. Warum eigentlich nicht? Das passt. Wenn du weiter kann man an. Okay. Kennst du die, schon die besonderen Talente für die, die man Pirscher nennt? Aus der kleinen Kammer kannst du jederzeit einen Pirscher machen. Ich bin mir sicher, die süßen Dinger tun nichts lieber, als an einen auf Quest zu gehen. Wähle dann verwende die Kameradentafel im Vorbereitungsgebiet, der Kameradenalm oder im Haus und wähle zum Pirscher machen. Wähle anschließend Modus wechseln, um als Pirscher zu spielen, oder wähle es erneut, um Jäger zurückzukehren. Okay. Also wir können quasi auch als Felin auf irgendwelche Missionen gehen, das ist gut zu wissen. Kameraden wählen. Kamerad 1. So. Ja, das passt, das ist gut. Das ist nice. Gut, also, wir wollten ja noch eine Quest machen und das machen wir jetzt auch. Hey, Berner-Mädel. Ich muss nachher noch rausfinden. Drachenbernstein auslöschen. Ah, hier, wir können endlich mal eine Jagdquest machen. Das machen wir auch. Was mit diesen Jägerfähigkeiten auf sich hat. Objekte verstauen. Weil das ganze Zeug muss ich nicht unbedingt mehr mitschleppen. Da habe ich nämlich sonst keinen Platz mehr für das Zeug, was wir jetzt dann gleich finden werden. Okay. Los geht's. Also, wir sollen Makaos erledigen. Schon mal Makao gesehen, weiß schon. Grüne Typen, immer auf dicken Schwanz und echt mieser auf. Ihr Alpha hat sich wohl verdrückt. Gute Gelegenheit, den Rest loszuwerden. Oh, okay. Ja, machen wir das. Achso, nee, das letzte hätte ich jetzt nicht gebraucht. Kann ich das noch... Nein, hör auf. Oh, du dummes Stück, du. Achso, das geht ja in den Schützenbeutel. Okay, wenn es keinen Platz wegnimmt, ist ja okay. Unser Kamerad ist übrigens sehr praktisch. Der sammelt nämlich jetzt auch Objekte ein. Hilft uns im Kampf und... Oh, das ist echt toll. So, wo waren die Makaos nochmal? Ich glaube, die waren weiter hinten, oder? Kurz die Ausdauer ein bisschen erhöhen. Hm, hier gibt es welche. Okay, gut. Starten wir uns die. Einer. Nee, der lebt noch. Aber der nicht mehr. Und du auch nicht mehr. So, hier dürften wir einiges an Monsterzutaten bekommen. Was eigentlich sehr, sehr gut ist. Denn daraus können wir dann irgendwann noch ein paar Waffen basteln. Ich will ja nicht nur mit dem Hammer spielen, ich würde schon auch gerne noch ein Schwertchen benutzen. So ein Kurzschwert, wie wir es am Anfang auch hatten, aber für den Moment bin ich mit dem Hammer, glaube ich, ganz gut bedient. Makaos. Gab es nicht da ein 4 noch Makaos? Wollen wir es so machen? Wir gehen in Zone 4, gehen dann über Zone 5 nach 8 auf 9. Und da hinten gibt es definitiv noch welche. Aber ich meine, es gibt auch hier welche. Ja, da vorne sind sie schon. Tod den Makaos. Diese ekelhaften, ekligen Insekten.
Lass das mal Sifi machen da. Ich würde den hier nämlich gerne auch ausweiten können. So. Oh, was habt ihr denn Hässliches? Haben sie voll gefressen, dass die so fett sind plötzlich, oder? Warum haben sie diesen blauen Hintern? Reifer Pilz, okay. Cool. Oh, da hinten ist gleich noch einer. Ah, ich wollte keine Ration essen. Hey, du da. Oh, ich muss auch gleich meine Waffe wechseln. Noch 5 Monster übrig. Okay. Oh, das kriegen wir hin. Miau, miau, ich habe was Glänzendes gefunden. Wuhu. Cool. Achso, ja, nee. Also, oh. Ja, das ist gut, wenn ihr mir gleich durch die Nase läuft. Kann ich ihn ja auch gleich ausschalten. So. Praktisch, wenn einem die Monster selbst aufsuchen und man sie nicht suchen muss. Die Beute kommt zum Jäger. Finde ich gut. Alles klar. Gut, dann gehen wir hier... Nee, von hier sind wir gekommen. Hm? Wir wollten nach Zone 5, dann auf Zone 8 gehen, weil ich meine, da oben gibt es eben auch welche. Nicht immer, aber immer öfter. Ah, genau, und hier haben wir doch auch welche getroffen, letzten Mal. Genau, hier. Wow. Bam. Oh, du bist hartnäckig, hä? Huh? Aua. Ja, also ich glaube, wir legen uns ein Schwert zu für die kleinen Gegner, für die Flinken. Denn für die ist der Hammer einfach nicht ganz so toll. Okay, dann sind es jetzt... Nach diesem müssten es noch 2 sein. Oh. Okay. Geronimo! Ah, es ist echt krass, wie die hier so runterspringen. Also hier gibt es keine, definitiv nicht. Aber ich meine, wenn wir da weitergehen, 9, 10 oder 11, irgendwo gab es welche. Schauen wir mal. Miau, miau, ich habe was Glänzendes gefunden. Wow, cool. Gut machst du das. Oh nein, das sind die Minx. Schnell weg hier. Ah, okay, also so kann man einen geladenen Angriff machen. Habe ich jetzt auch rausgefunden, das ist gut. Trotzdem will ich hier schnell weg. Aber ich glaube, in 11 gab es diese komischen Vögel. Wir gehen zuerst nach 10. Ja, hier gibt es ganz viele von diesen Viechern. Cool. Also, Quest erfüllt. Wir gehen in 60 Sekunden zurück ins Lager, beziehungsweise ins Dorf. Gut, dann wollen wir aber definitiv hier noch diesen Makao hier von seiner Schuppe erlösen. Ja. Kannst du nicht einfach sterben, du blödes Vieh?
Okay, also dieser Luftsprung ist cool. Okay, also mit einem geladenen Angriff geht das ganz gut eigentlich auch. Wie wenn Reißzahn. Hoho! Sephiring Guard komplett zerstört. Sweet. Ja, nice. Quest erfüllt. Oh, cooles Bild. Also, was haben wir bekommen? Wir schicken das alles in die Objektbox. Macau Lederhaut, die ist, glaube ich, relativ selten. Seltenheit 4. Kauschuppe, Monsterknochen S, Wyvern-Reißzahn, Lederhaut und ein bisschen Kraut, Harzpflanze. Unser Kamerad hat eingesammelt Kraut, Rätselknochen, Fellwein und Monsterfluid. Auch gut. Wir bekommen dafür einiges an Kohle. Naja, 500. Nochmal 500 Zenny. Ja, das ist doch super. Und Sifi erreicht Level 3 oder Stufe 3. Cool. Also jetzt macht das wirklich Spaß hier. Ich hoffe, euch auch. wenn ihr das Spiel übrigens auch habt, wir können das dann gerne auch mal im Stream zusammen. Dann können wir auf Jagd gehen, wenn ihr Lust habt. Oh. Er will was von uns. Der Berner-Chef will uns sprechen. Was haben wir angestellt? Ich weiß es nicht. Hi. Überschütte das Mufa mit Zuneigung. Okay. Braves Mufa. Brav. Oh, cool. Oh, das reicht jetzt aber. Ja. Süß. Gut, also, wir sehen uns. Das Mufa läuft einfach durch uns durch. Okay, gut. Wir sehen uns dann im nächsten Part, Leute. Wir haben schon 20 Minuten auf dem Tacho und schauen dann mal, was der Dorfchef eigentlich so von uns möchte. Und bis dahin gibt's eigentlich nur eins zu sagen. Ciao, Leute, bis zum nächsten Mal. Bye!